Herzlich willkommen bei den Aktien-Noobs an diesem wunderschönen Abend. Diesmal natürlich wieder mit dabei. Ja, der Ene, schönen guten Abend alle zusammen. Ja, schön, dass wir es geschafft haben. Freut mich natürlich sehr. Denn diesmal, wie ihr seht, haben wir uns, nachdem wir eine etwas doch ausführliche Analyse gemacht haben von B-Technologies, die ihr auch auf unserem Kanal findet, mal drei andere Aktien rausgesucht, drei andere Unternehmen, Tellurian, Neptune und Tonix. Ja, wo man ja ehrlicherweise sagen muss, die haben ja gar nicht wir rausgesucht, sondern ja, die kommt aus der Community. Genau, aber darauf gehen wir noch ein. Genau, aber wir haben dann trotzdem die Auswahl gemacht und haben die jetzt aufgenommen und dachten, wir gucken uns die mal an und besprechen diese Aktie mit euch. Und bevor wir das natürlich tun, ganz, ganz wichtig jetzt besonders unser Disclaimer. Denn wir fordern niemanden zum Kauf auf. Alles erfolgt auf eigener Gefahr, denn Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Totalverlust führen. Es ist keine professionelle Beratung bezüglich Finanzen, denn alles ist nach bestem nubischen Wissen und Gewissen investigiert. Und zusätzlich nicht vergessen, High-Risk-Investment, also heißt sehr hohes Risiko, Totalverlust kann durchaus hier passieren bei diesen Firmen. Deswegen passt auf euer Geld auf und das dient nur zur Information. Also ihr solltet, wenn ihr euch das Video angeschaut habt und sagt, oha, das Unternehmen XY könnte interessant sein, passt vielleicht zu mir oder zu dem, was ich noch suche, dann müsst ihr nochmal euren eigenen Research machen und euch informieren über dieses Unternehmen, würde ich sagen. Und dazu nehmt euch auch bitte ausführlich Zeit. Also das ist nur ein kurzer Umriss hier, den wir euch geben. Und also ich glaube, wir beide können sagen, also ich bin nicht investiert in keins dieser Unternehmen. Das vorab. Ja, ich auch noch nicht aktuell. Gut. Auch noch nicht. Auch noch nicht. Aha. Ja, auch noch nicht heißt halt, es gibt ein Unternehmen von diesen Unternehmen, was ich ganz interessant und spannend finde, was ich mir aber einfach noch näher angucken möchte und noch genauer angucken möchte. Vielleicht vielleicht löst du das ja vielleicht mal auf, welches du später am Ende, ne? Ja, ich würde sagen, wenn wir dann da angekommen sind, werde ich sagen. Ja, das ist doch sehr schön. So, und dann natürlich wie immer, ja, da ist er. Genau. Nach wie vor haben uns immer noch über 80% unserer Zuschauer nicht abonniert. Wow. Das ist ein Skandal, meine Freunde. Deswegen freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert und einen Daumen nach oben da lasst und vielleicht sogar auch einen Kommentar schreibt. Oder ich sag's jetzt gleich mal direkt am Anfang, wenn ihr uns vielleicht sogar auch auf unserem Discord-Server besuchen kommt. Ja. Ja. Das alle Links gut. Unten in der Infobox und ich würde sagen, legen wir los. Legen wir los. Genau. Fangen wir an natürlich mit dem Fear and Greed Index. Ja, letzte Woche war er ein wenig höher als diese Woche. Da waren wir bei 56 Punkten. Jetzt sind wir diese Woche, sprich heute, 23. März, bei 52 Punkten. Also war doch nicht so viel, also es ging ein bisschen zurück. Ne? Die Angst kommt langsam wieder. Ja, es ist momentan einfach so, dass man so gar nicht richtig weiß, in welche Richtung es geht. Also du hast ja die ganzen Tech-Werte, die jetzt erst wieder ein bisschen zurückgekommen sind, jetzt sind sie wieder ein bisschen angestiegen. Die Dividendenwerte, die jetzt vor kurzer Zeit doch sehr stark gestiegen sind, sind jetzt wieder ein bisschen gefallen. Teilweise wurden Gewinne mitgenommen. Also es ist gerade so sehr schwer zu sagen, in welche Richtung es geht. Meiner Meinung nach ist es so, dass der breite Markt momentan eher Richtung fallender Tendenz ist. Okay. Also es gibt klar natürlich Werte, die im Plus sind, aber es gibt auch einige Werte, die im Minus sind. Ich glaube, die breite Masse ist momentan noch ein bisschen mehr Richtung Minus. Aber ja, das bleibt abzuwarten, wo es einfach hingeht die nächsten Wochen. Für mich als Dividendeninvestor ist es ja egal. Genau, wollte ich gerade sagen, als Buy and Hold und Dividendenjäger, schockt uns sowas gar nicht. Im Gegenteil, wenn wir dann vielleicht, also ein Jahr zuvor war es ja so, ne, fast, ja, ist ja doch
War doch der Zeitpunkt hier, Corona-Krise, beste Einkaufskurse, ja, oder? Genau, also jetzt vor einem Jahr hatten wir sehr gute Einkaufskurse, ja. Da waren wir ja schon wieder auf dem Weg der Erholung. Ja. Grundsätzlich, ich scheue keinen Crash oder ich scheue auch keine Korrektur. Wenn wir jetzt 20% runtergehen, dann ist es so. Dann freue ich mich und kaufe Aktien nach. Ansonsten, ja, also ich habe da keine Panik, weil ich kriege keinen Herzflattern mehr. Ich habe im letzten Jahr im Januar angefangen. Ich habe den Corona-Crash gleich am Anfang mitgemacht. Genau. Ich bin abgehärtet. Was soll jetzt noch kommen? Who cares? 80%. Scheißegal, wenn es nach unten geht, ist mir wurscht. Richtig. Also von daher, ja. Ja. Ich bin immer grundsätzlich, egal um was es geht, ich bin immer komplett greed. Ja, das ist 100%. Gut. Ja, aber wir sehen hier noch in der Grafik hier in der Übersicht, letztes Jahr waren wir bei 5 Punkte, ne? Also ja. Das war auch dann der richtige Zeitpunkt, um einzukaufen. Ja. Wie Warren Buffett so schön sagt. Okay, dann haben wir natürlich nochmal die Earnings Whispers für diese Woche. Jetzt am Montag, ja, kenne ich glaube ich kein Unternehmen so richtig, fällt mir gerade nicht ein. Nee, heute? Also gestern war nichts dabei, was ich irgendwie gekannt habe. Heute GameStop, die müssten eigentlich jetzt gerade melden. Mhm. Oder müssten jetzt gleich schon, sind vielleicht sogar schon da. Ja. Steelcase kennt man vielleicht, wenn man so ein bisschen mit Computern viel zu tun hat. Morgen okay. Ist dann noch. Warum kenne ich gar keins? Ah, doch General Mills kenne ich. Tencent sind ja auch zwei bekannte Tencent. Werte in dem Moment morgen. Mhm. Und. Ansonsten, nee, also ja, ne? Wenn ich jetzt hier durchgucke, Darden Restaurants am Donnerstag ist noch interessant. Das ist eine Aktie, die ich auf der Watchlist habe, in der Tat. Aber ansonsten, ich habe also von denen jetzt, die jetzt hier drauf sind, keine im Depot. Adobe ist, aber die habe ich auch nicht im Depot. Adobe hier heute auch. Ja. Ja, gut, wer weiß, vielleicht hat einer von euch eine der Aktien hier im Depot, dann. Wisst ihr zumindest jetzt, wann da Zahlen rauskommt, nochmal so als kleine Erinnerung. Okay, gehen wir weiter. Der REIT Dividenden Increase Kalender 2021. Also die letzten Unternehmen, wie wir hier sehen, Casino-Unternehmen. Also es gibt einige Aktien, die haben dann trotzdem noch ein bisschen erhöht. Hier Cannabis. Achso, Innovative Industrial, hast du die im Depot? Ich nicht, nee, aber okay. Ich weiß aus der Community, der Dieter, die glaube ich im Depot. Ah, der Dieter, der freut sich natürlich dann über die Dividende, also da ist dann schon was passiert. Genau. Ja. Was ich mich frage ist, bei Realty Income wurde die Dividende nämlich auch erhöht, das um 1 Cent im Jahr. Ja, das ist so gut. Das wurde jetzt hier aber noch gar nicht dargestellt. Ja, stimmt, fehlt hier glaube ich drauf. Genau, Prologis habe ich im Depot, ja. Carry habe ich im Depot. Wen habe ich denn noch? Tenga haben wir hier, ne? Die haben wir. Tenga, aber habe ich nicht im Depot. Achso, okay. Habe ich keine, aber du hast die, glaube ich, ne? Ich habe die noch, ja. Ich habe sie behalten. Hat sich gelohnt. Da zeigt sie auch wieder. Einfach aussitzen und warten. Genau. Ja, das war. Ansonsten, nee, habe ich jetzt so auf den ersten Blick keinen. Doch, Gladstone Land. Ah, nee, ich habe die Gladstone Properties. Ah, okay. Sorry. Ich habe da aber trotzdem noch was Interessantes mitgebracht. Das kennst du wahrscheinlich noch gar nicht. Das wird dich sicherlich freuen. Da bin ich mal gespannt. Simon Property ist ja, glaube ich, die habt ihr, glaube ich, im Depot. Die habe ich, ja. Genau, und ich fand das ganz interessant. Die Ausschüttungsquote liegt bei 50%. Und sieht ziemlich gut aus, würde ich sagen. Meine andere Aktie, die ich im Depot habe, sieht nicht ganz so gut aus, mit 120%. Da war ich natürlich erstmal, hups, dachte ich. Ja, gut, aber da ist auf jeden Fall, wenn sie wollen, vielleicht noch die Möglichkeit da, die Dividende zu kürzen. Mein größtes Sorgenkind, Washington Prime Group, klar, 0% zahlen sie an Dividende und ja, mal gucken, wie es da weitergeht, da bin ich mal gespannt. Aber es gibt halt so einige, diese 4 zum Beispiel, die würde ich nicht mehr kaufen, kann ich nicht mehr empfehlen. Masaryk hier mit 30% sehr gesund, ne? Da bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt, wenn der Lockdown aufgehoben ist. Also in Amerika wird es wahrscheinlich schneller gehen und dann hoffe ich, dass Masaryk wieder die Dividenden erhöht. Ja, es ist halt, also Amerika ist es ja so, der Impffortschritt geht weiter, über 2,3 Millionen Menschen werden täglich dort geimpft. So langsam macht da auch wieder alles auf, von daher, ja, gehe ich mal davon aus, dass das
über kurz oder lang einfach, also muss ich sagen, die Leute haben ja die Stimulus-Checks bekommen. So, jetzt machen die ganzen Sachen auf. Tanger mit ihren Outlets, Messerich macht ihre ganzen Malls auf und so weiter und die Läden, ne? Da werden diese Mall-Reads wahrscheinlich wieder profitieren davon, weil ja, die Amis sind noch im Zoomland und die müssen ja irgendwo ihre Schecks einlösen. Und wenn sie die jetzt nicht gerade in Aktien stecken, das Geld, dann hauen die das halt schon auch gerne mal irgendwo in solchen Läden raus. Ja, das stimmt. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Gut, da wir jetzt gerade bei Zahlen waren, kommen wir zur Zahl der Woche. Ene war natürlich wieder fleißig investigativ unterwegs in den sozialen Medien und hat dabei echt was Interessantes gefunden. Von dem Lukas Spang. Genau, Lukas Spang ist ein Wikifolio-Investor und auch bekannt unter dem Namen Junolist. Er ist aber nicht nur Wikifolio-Investor, sondern er hat auch, soweit ich das jetzt richtig weiß, seit nicht allzu langer Zeit einen eigenen Fonds. Also er ist auch Fondsmanager inzwischen. Okay. Und der postet auch immer interessante Einblicke zu verschiedenen Firmen und auf Twitter. Und jetzt hat er hier in dem Moment mal was zu Lang und Schwarz gepostet. Und zwar, dass dort die Käufe, also die Anzahl an Aktien, die dort gehandelt werden, um 13% niedriger ist als eine Woche zuvor. Und sogar das 5-Tage-Volumen im Vergleich zum 26.02., also einen Monat zurück, um 32,9% zurückgegangen ist. Und das lässt natürlich einmal darauf hinweisen, dass deutlich weniger aktuell über Trade Republic gehandelt wird, weil Trade Republic über Lang und Schwarz alles abwickelt zum Großteil. Mhm. Und dass die Leute auch generell gerade eher jetzt wieder ein bisschen vorsichtiger sind. Oder ich meine, gut, es ist Ende des Monats. Vielleicht kann man auch sagen, Geld ist nicht da. Ja, das kann sein, ja. Leute warten wieder auf Geld und dann wird natürlich wieder ein bisschen mehr sein. Genau, diese Grafik hat er noch mit dazu oder diese Tabelle hat er noch dazu gepostet. Ja, spannend. Ja. Da sieht man einfach mal, was so ein Handelsvolumen täglich bei Lang und Schwarz gehandelt wird. Das ist schon echt Milliardenbeträge, muss man sagen. Jeden Tag über eine Milliarde, ne, hier die ganze Zeit. Mhm. Schon Wahnsinn. Ja, also nee, die Milliarde sind 5 Tage. Also 5 Tage. Handelsvolumen am Tag bewegen wir uns so zwischen 100 bis 300 Millionen täglich, was da einfach gehandelt wird. Aber 1 Milliarde dann in der Woche. 1 Milliarde in der Woche, ja. Ja. Das ist schon nicht schlecht, aber da sieht man wahrscheinlich die Wall Street Bets, dass das aufgehört hat, was das dann wiederum ausmacht. Ja. Wahrscheinlich. Ja, spannend. Also gerade sowas mal zu sehen, so ein bisschen Insight zu bekommen, ist immer gut. Und dann geht es ja weiter mit Social Media. Das ist ja immer eine Fundgrube des Wissens. Mhm. Und es gab bei dir eine Dame, die hat sich mal gemeldet und dachte, fängt mal an, mit dir was aufzunehmen. Ja, also ich werde auf Twitter, mein Twitter-Account ist inzwischen ein bisschen größer von den Follower-Zahlen her. Und ich werde da doch ganz gerne mal angeschrieben per Direktnachricht. Oft von irgendwelchen Spambots. Das lässt sich dann immer relativ schnell auch erkennen, dass es ein Spambot ist. Und sowas, da gehe ich nicht drauf ein. Aber hier fand ich es immer ganz interessant, weil sie halt geschrieben hat, sie ist ein Finanz-PR-Mensch und möchte mit mir über die Börse sprechen und über chinesische Stocks. Und ja, das fand ich halt einfach irgendwie mal so interessant, dass ich gesagt habe, naja, das wird auch wieder irgendein Scam sein, aber ich gehe jetzt einfach mal drauf ein. Ich hatte gerade Mittagspause und hab mir gedacht, komm, dann schreiben wir doch einfach mal und hab dann so auch mit Absicht teilweise ein bisschen schlechteres Englisch reingehauen und. Also einfach so ein bisschen so einen auf Oberallmann gemacht, ne? Ja. Und sie hat sie geschrieben, ja, sie kommt hier vom Hongkong Stock Market und ob ich denn in Hongkong investiert sei. Genau, dann kommt gleich deine Antwort natürlich. Ja, die war echt der Knaller. Dann habe ich geschrieben natürlich nicht, dass ich aktuell nicht in Hongkong investiert bin, weil ich wissen wollte, was sie mir denn vorschlägt. Ne? Und wenn ich jetzt gesagt hätte, ja, ich bin investiert, dann hätte sie mir vielleicht gefragt, was ich denn investiert bin und so weiter. Und deswegen, ich wollte einfach mal wirklich
komplett frei wissen, was sie mir denn vorschlägt. Mhm. Und sie sagt halt, ja, Hong Kong Market is very good now at a low point und so. Und ob ich denn überhaupt Hongkong-Aktien oder in Hongkong überhaupt Aktien kaufen kann, das kann ich in der Tat. Das geht über meinen Broker. Und dann hat sie mir gesagt, ja, da gibt es aktuell ein paar Aktien, die man unbedingt kaufen muss und ob ich sie kaufen möchte. Und ich habe dann gesagt, ja klar, welche denn? Und dann kommt sie mit China Telekom um die. China Telekom. Aber China Telekom ist ja eigentlich eine, so wie die Deutsche Telekom, kann man sagen, oder? Also eine relativ große Firma, glaube ich, in China. Ja, ich... Also der hat... Der Wert ist scheinbar gar nicht ganz schlecht. Ich habe mir den auch mal kurz angeguckt, aber ich habe keinen tieferen Blick drauf gehabt, weil China Telekom ist halt einfach auch ein Penny-Stock. Ne? Ja, das stimmt. Zeig das gerade mal. Also so 29 Cent kostet die Aktie. Ja, eben, genau. Okay. Und ich habe eine Sache gelernt und ich investiere nicht mehr in China-Aktien in Einzelwerte. Aber einfach, sie zahlt eine Dividende. Sie zahlt sogar auf Telekom-Basis 5% fast. Also. Ja. Ja, aber guck mal, wenn die, also was sind das? 0,12%, ja. Weil das wäre die Hälfte von der Aktie, was sie kostet. Genau, deswegen, ich gehe da nicht drauf ein, ehrlich gesagt. Und ich kaufe keine China-Aktien mehr im Einzelnen, sondern wenn, dann nur über einen ETF würde ich die kaufen. Mhm. Also würde ich damit reingehen, weil ich mir einfach nicht zutraue, eine chinesische Aktie oder eine Firma zu überwachen. Indem man klar, so größere Sachen wie jetzt zum Beispiel in Alibaba oder wie auch immer, das ist nochmal was anderes. Aber bei so kleinen Hotstocks in China, oh mein Gott, das will nicht. Kann wachsen, aber bin ich einfach nicht am Start. Ne? Hat auf jeden Fall Market Cap, wollte ich nochmal sagen, über 23 Milliarden Euro. Also von der Bewertung her nicht klein. Naja, gut. Ja, das kann sein, aber ich habe halt einfach keinen Einblick drauf. Ja. Ich weiß es nicht. Ja. So, und man kann die übrigens auch bei Trade Republic handeln. So, ah, okay. Genau. Und daraufhin habe ich halt einfach so gefragt, do you know the German Telekom? Das war ganz witzig, weil an dem Tag hatte ich nämlich Telefonprobleme oder beziehungsweise Internetprobleme der Telekom und ich wollte eigentlich schon einen Rage irgendwie ablassen. Gut, dann kam aber direkt zu China Telekom, es ist toll und bla blub und so weiter und so fort. Ihr könnt es ja selber lesen im Endeffekt. Und 5G wird kommen und fand ich ganz interessant, aber ich habe mir gedacht so, what the fuck, warum schreibst du mich über Twitter eigentlich an und erzählst mir, was für Aktien ich kaufen soll? Was hast du davon? Ne? Also das kam mir halt schon so ein bisschen spanisch vor. Ja, aber dann, und, guck mal, dann hat sie hier unten noch was anderes gefragt, ne? Ja, sie hat mich gefragt, ob die Telekom die sind, die Impfnews rausgebracht haben. Nee, aber gut. Woher soll sie es auch wissen, ne? Ja. genau, und dann habe ich halt gesagt, okay, ich möchte keine andere Telefon-Company kaufen. Ne? Und dann hat sie geschrieben, okay, then you can buy Kingsoft. Kingsoft, okay. Ja, Kingsoft Corp Limited ist so bei 5,20 Euro, sehe ich gerade aktuell. Ja. Zahlt auch eine Dividende von 0,2%. Also ja. Aber Kingsoft hört man ja öfters, also auch bei anderen Kollegen aus der YouTube-Szene, also ich glaube bei Aktien, das war sie auch schon mal. Ja, die haben auch heute Earnings Call, sehe ich gerade. Okay. Aber hätte ich die gekauft, das wäre nicht gut gewesen. Die ist nämlich seitdem um 25% gefallen. Die ist aber auch dieses Jahr generell schon um 164% gestiegen. Also die hat einen ziemlichen Aufstieg gehabt und ist dann oder sogar um 300% gestiegen und ist dann mit abgestürzt. Ja, genau. Also ich finde es halt ganz witzig, was sie da so schreibt. Ne? Sie hat dann noch einen anderen Stock genannt. Das kann man einfach auch mal im Kurs zeigen. Was ist der?
Wolltest du es checken, sagst du dann? Also genau, ja, stimmt. Es waren nur die zwei, die sie genannt hat. Ja, ja. Also, ja. Genau, ja. Und was sie halt immer wollte, und das ist jetzt genau dieser interessante Punkt, sie wollte immer, das kommt dann gleich nochmal, dass ich ihr, oder unten steht es auch, dass ich ihr ein Bild zusende, dass ich die gekauft habe oder dass ich die im Portfolio habe. Und ich habe mir halt immer so gedacht, so, warum will die das? Warum will die, dass ich ihr ein Bild zusende? Und dann wurde es mir langsam klar, warum sie das möchte, weil man halt teilweise einfach Benutzernamen sieht. Also wenn ich jetzt unvorsichtig gewesen wäre und ihr so ein Bild geschickt hätte, hätte es sein können, dass eventuell von meinem Depot ein Benutzername angezeigt wird und sie in dem Moment dann den Benutzernamen von mir haben und wer weiß, was damit machen können. Das wäre das eine gewesen. Das andere, was hätte sein können, dass sie vielleicht eine Provision kriegt, wenn sie diese Aktien verdickt. Also sprich, wenn sie jetzt die Deutschen anschreibt und sagt, hier, kauf das. Und die kaufen das, dass sie dann eine Provision dafür kriegt. Hätte alles sein können. Ich habe dann aber irgendwann mir gedacht, komm, ich habe da einfach nicht die Zeit dazu, jetzt da großartig zu schreiben. Und ich möchte jetzt auch nicht unbedingt ihre Zeit noch weiter. Das war um 15 Uhr, ne? Das war um 15 Uhr dann. Ja, ja, und dann kam sie ja, zwei Tage. Genau, und dann kam sie ja nochmal wieder. Ja, genau, dann hat sie mir ein paar Tage später nochmal geschrieben, ob ich YouTube oder YouTube-Session auf WhatsApp oder Telegram habe. Und da habe ich dann gesagt, ja, also jetzt ist, ich habe dann nicht mehr geschrieben. Ich habe nicht geantwortet, weil ich mir gedacht habe, komm. Ja, aber was wir daraus, was wir euch ja da sagen wollen, achtet auf jeden Fall darauf, sendet keine Screenshots an dubiose Leute hier. Ja, wer weiß, wer dahinter ist letztendlich, ne? Das weiß ich ja nie. Genau, oder kauft nicht einfach irgendwelche Aktien, nur weil irgendeine Braut über Twitter einem das in die Direktnachrichten reinhaut. Also, Das ist. Ja, ist leider so. Sowas kommt leider vor. So ein, ich sag mal, Scam. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber ich würde das so bezeichnen. Da muss man echt vorsichtig sein und am besten gleich solche Leute unterbinden und blockieren. Ja. Dann hat man Ruhe. Aber der Ene hat das mal auf sich zukommen lassen, fand ich gut. Ja, ich wollte das mit euch teilen. Ja, war gut. Das ist aber auch wichtig, sowas mal zu machen, damit man anderen einfach mal zeigt, was passiert und was für komische Fragen kommen. Ja, und was dann eventuell, wenn man es macht, dann vielleicht teilweise auch ja das Ergebnis ist, ne? Das negative Ergebnis für einen selber. Also deswegen achtet da drauf. Ja. Gehen wir weiter. Ja, sehr schön. DK ist auch schon beliebt gewesen. Drei hübsche Frauen, okay. Ja, ja, DK, sehr schön. Schön, dass du da bist. Und ja, dann lass dich mal nicht von den drei Frauen oder von den weiteren hübschen Frauen verführen. Ich glaube, Telegram, er sagt das zu Recht, ich glaube, Telegram ist da sehr hauptanfällig bei sowas. Ja, ich habe das bei Telegram schon gehabt, ich habe das bei WhatsApp schon gehabt. Da wurden WhatsApp-Accounts oder Nummern von Freunden gehackt oder über deren, die haben sich irgendwie eine Schadsoftware auf ihr Telefon geladen aus irgendeinem Grund. Und dann wurde ich über deren WhatsApp angeschrieben, wo dann auch drin stand, hey, hier, du kannst jetzt mit meinem Link Kryptowährung kaufen und so weiter. Klick hier drauf und dann kriegst du die nochmal ein bisschen billiger und machst automatisch 10% und lauter so Geschichten. Also, okay. Ja. Immer vorsichtig sein, wenn es um sowas geht. Immer vorsichtig, ja, sehe ich auch so. Gut, dann kommen wir nun zu unserem Thema der Woche. Ja, dank DK, der schon da ist und hat der uns einmal die Firma Tonix Pharmaceuticals einmal vorgeschlagen in einem der Kommentare. Das war, glaube ich, dieser. Das war beim Video Powerhouse. Und das kann sein, ja. Genau, doch, das war beim Video Powerhouse. Und, warte. So, jetzt habe ich das richtig. So, und dann, genau, da war Claudia. Das Unternehmen war ja sehr interessant. Da findet ihr ein Video zu der Firma entsprechend auch auf unserem Kanal, vor ein paar Tagen, glaube ich, gemacht. Mhm. Und dann kam schon, nee, war das ist der falsche? Und hier ist DK. Genau, und dann, ja, wo wir die Autos da, Daimler, BYD und Volkswagen vorgestellt haben, da hat DK einmal auf Tonix Pharmaceuticals hingewiesen. Und ja, ich habe sie mir kurz angesehen und dachte aber trotzdem, die Pipeline ist schon interessant.
Wollen wir mal ganz kurz drauf eingehen. Auf jeden Fall findet ihr alle Unternehmen, die wir jetzt gleich einmal ganz kurz informativ vorstellen, findet ihr, glaube ich, alle Links unten, ne? Hast du, glaube ich, haben wir, glaube ich, da reingepackt. Ja. Sehr schön. Und dann sind alle unten mit drin. Könnt ihr auf die Seite gehen und euch das Unternehmen nochmal selber ansehen, falls es euch interessieren sollte. Auf jeden Fall, Tonix ist ein Pharmaunternehmen, das sich in der klinischen Phase befindet. Die Medikamentenentwicklungsprogramme des Unternehmens sind auf Erkrankungen des zentralen Nervensystems ausgerichtet und umfassen Fibromyalgie und posttraumatische Belastungsstörung. Genau. Ja, also Fibromyalgie ist im Prinzip oder gehört zu einem Schmerzsyndrom und dabei handelt es sich um so tiefe Muskelschmerzen in verschiedenen Körperregionen. Dann Erschöpfung, Konzentrations- und Schlafprobleme und man weiß halt noch nicht so genau, was diese Ursachen sind für Fibromyalgie. Und man vermutet aber, dass es daher kommt, dass man eine gestörte Schmerzverarbeitung hat. So. Okay. Und Behandlung dafür ist sehr komplex. Normale Schmerzmittel sind eigentlich so ziemlich wirkungslos, wenn man das hat. Ja, und dementsprechend dort setzt Tonix zum Beispiel an. Sie haben aktuell sie nehmen da an einer Phase 3-Studie zur Behandlung teil. Und das ist so mit für mich momentan einer der spannendsten Medikamente, was sie jetzt in ihrer Pipeline aktuell haben. Ja, also einfach, weil die Pipeline, also da haben sie verschiedene Sachen drin, aber das ist jetzt halt das, was so mit am nächsten zur Marktreife kommt. Ne? Okay. Ja, hatten wir bei Takeda, also Takeda war ja schon schwierig, fand ich, ne? Entsprechend. Und bei Takeda Wenn es um diese Geschichten geht, Medikamente, Krankheiten und so weiter, habe ich mich auf Takeda komplett reingefuchst. Ja, ich fand es schon schwieriger. Also ich habe schon gemerkt, so für mich selber ist Pharmaceutical nicht so, das ist schon schwieriger zu bewerten alles letztendlich. Sie haben momentan anscheinend 17 Mitarbeiter, aber sie haben halt eine Mission. Ja, Advancing Science to Improve Patient Care and Public Health. Also entsprechend Sachen zu entwickeln, um entsprechend die Gesundheit zu fördern und Also warum halt zur das Heilung. Interessant ist mit diesen Fibromyalgie, weil im Endeffekt in den Industrieländern 2-4% der Bevölkerung betroffen sind. Okay. Und da aber auch dann zu etwa 90% der Frauen und so meistens ab den 40ern. So. Und es ist halt so, dass diese Schmerzen so schlimm sind, dass die halt einfach das komplette Leben diktieren. Also du richtest dein Leben nach diesen Schmerzen aus. Und es ist halt so, dass es eine Langzeitgeschichte ist. Also auch viele von den Patienten haben nach 4 Jahren immer noch, also 4 Jahre nachdem die Diagnose gestellt wurde, haben 97% immer noch die Beschwerden und die Schmerzen. Das ist ein Riesenproblem. Und jetzt muss man sich einfach mal vorstellen, 2-4% der Bevölkerung in den Industrieländern, das ist schon mal relativ viel Menschen. Es gibt noch kein Medikament. Und wenn da natürlich ein Medikament rauskommt und diese Problematik löst, heilt, ich weiß nicht, ob es heilt, aber vielleicht unterdrücken kann, sodass die Schmerzen nicht mehr da sind, würden diese Menschen natürlich sehr an Lebensqualität dazugewinnen. Und das könnte natürlich dann der Punkt sein, wo man sagen kann, ja, okay, wenn das klinisch getestet ist, wenn das zugelassen ist, wenn das rauskommt, könnte das für diese Firma schon sehr stark nach oben gehen. Ja, wie du ja vorhin schon gesagt hast, ist in Phase 3, das sehen wir jetzt auf der Übersicht von der Präsentation. Phase 3 ist halt die Endphase, ne, oder? Ja, Phase 3 ist dann praktisch kurz vor, bevor es dann Release. Rauskommt sozusagen. Ja. Aber es muss halt da einfach auch veröffentlicht werden, das muss rauskommen. Und Phase 3 bedeutet halt nicht, dass es safe kommt. Phase 3 bedeutet halt, okay, es ist in fortgeschrittener Prüfungsphase oder Forschungsphase, aber es kann halt immer noch alles scheitern. Und das ist ein Risiko bei diesen Stocks. Ne? Weil, wie man sieht, sie haben ansonsten kaum was oder eigentlich gar nichts großartig in Phase 3. Nee.
Das heißt, es sind alles momentan Kosten und sie verdienen noch nicht so viel Geld. Ja. Forschung ist halt teuer und das ist ganz normal, aber es kann zukünftig schon nach oben gehen. Aber ja, wie gesagt, Hochrisiko. Absolutes Hochrisiko. Ja, die haben, wie gesagt, das ist die eine Pipeline-Palette und die andere ist Immunologie und Biodefense-Portfolio. Mhm. Covid-19 gehört mit dazu, aber Preclinical, also da ist noch gar nichts so weit, würde ich sagen. Sieht jetzt noch nicht sehr, sehr überragend aus. Ja, ich glaube auch, Corona, das werden die ersten 5, 6, 7 Anbieter werden das unter sich ausmachen. Und dann, ja, wird es vielleicht noch in den Schwellenländern nochmal wiederum was geben, aber oder angepasste Corona-Impfstoffe, weil wir wissen jetzt auch nicht, wie lange die jetzigen Impfstoffe wirklich dann immunisieren. Vielleicht muss dann später da noch weiter geimpft werden. Ich habe auch heute gelesen, die Israelis entwickeln für Corona gerade eine Schluckimpfung. Ah, okay. Das heißt, du nimmst einmal im Jahr eine Tablette und dann ist die Sache erledigt. aber ist halt alles noch in frühen klinischen Phasen. Ne? Ja, also sehr hochspekulativ. Kann natürlich was werden, kann eine Rakete werden, besonders wenn sie dann ihr Phase-3-Produkt auf den Markt bringen. Dann haben sie natürlich ein Produkt, was keiner hat. Und das wird wahrscheinlich dann auch den Kurs nach oben ziehen und endlich Umsätze generieren. Aber bis dahin gibt es halt keine positiven Cashflows. Und, genau, die Frage ist halt auch, ist es dann, oder heilt das Medikament oder unterdrückt es einfach? Also sprich, verbessert es die Lebensqualität, aber du musst es regelmäßig nehmen. Das macht ja einen Unterschied, wie dann die Cashflows generiert werden. Also wenn das Medikament das heilen würde, da habe ich jetzt aber nichts von gelesen aktuell, dann nimmst du das Medikament halt eine Zeit lang und danach nicht mehr. Ja. Wenn es aber jetzt nur die Lebensqualität verändert und sozusagen du dann lernst, damit zu leben, dann ist es natürlich schon sehr interessant, weil die Leute es ja jeden Monat oder jeden Tag oder wie auch immer sie es dann nehmen müssen, sie müssen es halt regelmäßig einnehmen. Ja. Und wenn die Frauen das so in den 40ern, also wenn sie 40, 50 sind, dann können die das vielleicht auch nochmal locker 40 Jahre nehmen. Ne? Und das kann natürlich schon enorme Umsätze generieren. Na, schauen wir mal. Auf jeden Fall, die Zahlen waren jetzt nicht so berauschend. Also, wie gesagt, schreiben noch Verluste, sind halt im Anfangsstadium. Deswegen war da jetzt keine große Zahlen- und Datenbasis vorhanden, die ich gefunden habe auf dem Screener. Was aber nochmal interessant war, war der Free Float, 99,9%. und das, man sieht natürlich wieder die üblichen Verdächtigen, Vanguard, BlackRock, aber auch alle sehr, sehr ganz, ganz kleine Positionen. Ne? Nicht mal über 1% hier irgendeine Firma, die investiert ist. Ja, das ist wahrscheinlich einfach bei Vanguard, bei BlackRock, hängt halt einfach mit den ETFs zusammen. Ne? Also das wird in ETFs teilweise mit beigemischt und dementsprechend keine Riesengewichtung. Ja, deswegen. Gut, das war die Aktie. So, und dann kommen wir gleich auch zur nächsten. Das war die K. Dann, Claudia, hatten wir gesagt, danke nochmal dafür, für das tolle Unternehmen, was du uns mitgeteilt hast hier. Aber dann war noch ein anderes hier, Karl Mayer. Ja, ganz kurz, der Dick hier schreibt auch gerade, die Seite ist nicht aktuell. Also da gibt es wohl zu Tonic noch andere oder vielleicht neuere Werte. Okay. Schaut es euch an, macht euer Research. Ich denke mal, da gibt es auch ein paar News dazu. Mhm. Auf Market Screener schreibt er auch gerade. Ja, okay. Dann kommen wir zum nächsten. Tellurian. Da fragt dann hier ein anderer, der Ghoul, wie kommst du auf die? Und interessant, das hat halt unser Interesse auch geweckt, plant ein LNG Driftwood Pipeline für Gas herzustellen. Die gerade bei 3 Euro die Aktie. Die war schon mal höher bewertet, was ja auch interessant ist. Aber ich glaube, er hat recht, wenn die Pipeline erst einmal gebaut ist, dann ist das eigentlich ein stabiles Geschäft. Man sieht das an Kinder und Morgen, ne? Ich weiß nicht, ob du die kennst, Kinder und Morgen. Kenne ich, ja, genau. Genau. Und, ist ja nicht so mein Bereich, wo ich so gerne investiere. Ich weiß, da bist du dann eher wieder aktiv. Ja, ein bisschen.
Ein wenig. Aber genau. Hier sehen wir jetzt mal aus der aktuellen Präsentation auch wieder Link unten in der Beschreibung von dieser Firma. Entsprechend könnt ihr dann auf die Seite gehen und euch das selbst nochmal ansehen. Tellurian, ja, hieß wohl damals Magellan Petroleum Corporation. Ist halt ein Öl- und Gasexplorations- und Produktionsunternehmen. Und das Unternehmen soll sich wohl konzentrieren über seine Tochtergesellschaft Tellurian Investments auf die Entwicklung von Projekten mit Flüssiggas, also LNG, an der Golfküste der Vereinigten Staaten. Und LNG, wissen wir, kommt jetzt immer mehr. Wenn wir sehen, gut, Autos jetzt nicht, aber große Containerschiffe habe ich gelesen. Da gibt es viele neue Bestellungen und viele sind LNG-ready. Das heißt, die werden dann auch eines Tages mit LNG betankt. Da gibt es halt keine Ölbetankung mehr, sondern dann werden diese Containerriesen mit LNG entsprechend betrieben. Mhm. Und ich glaube, das könnte bei dem Verbrauch, was diese Schiffe haben, dann doch schon interessant sein, unter anderem in der Branche tätig zu sein. Deswegen hat Shell ja auch damals, wie hieß die, BG British Gas oder so, keine Ahnung, BG Group, das war halt viel, die hatten viel mit Gas zu tun gehabt, die haben sie damals aufgekauft. Also Shell ist auch gut positioniert in LNG und dieses Unternehmen, ja, macht halt in den USA jetzt ihr Geschäft und hat halt entsprechend Lizenzen, auch in Großbritannien, wie wir sehen, und sind sehr aktiv dabei, entsprechend auch Bohrungen vorzunehmen. Mhm. 102 Mitarbeiter haben sie anscheinend aktuell. Ja, also interessant. Sind an der Nasdaq anscheinend gelistet unter TEL, auch ein nettes Kürzel, TEL, also T-E-L-L. Und das Spannende daran ist, die haben halt eine Gasproduktion am Laufen. Und das Schöne ist halt, durch LNG kannst du halt den, ja, den Ausstoß reduzieren, ne? Also Carbon Emissions. Das ist ja das, was wir immer mehr wollen. Von daher denke ich, wird das irgendwann so ein Umdenken geben. Wasserstoff wird noch nicht bereit sein und elektrische Schiffe, gerade bei Containerriesen, schwer vorstellbar. Mhm. Und deswegen glaube ich schon, dass LNG da in den nächsten Jahren durchaus Potenzial hat. Ja, ich stelle mir das gerade vor, wenn du mit so einem Containerschiff irgendwo mitten auf dem Meer bist, mit Solar oder keine Ahnung was, und plötzlich ein Sturm aufzieht, alles dunkel ist und dein Strom ausgeht. Und du von den Wellen nur noch hin und her getrieben wirst. Auf jeden Fall profitabel. Und dieses Driftwood, was geplant wird, wir sehen das jetzt hier in der Grafik bei Haynesville. Da findet dann die Gasproduktion statt, Gasproduktion. Und dann haben die halt ja, diese Pipeline und werden dann auch die entsprechende Stadt nochmal beliefern wahrscheinlich. Und der Rest wird dann verschifft für einen gewissen Preis. Mhm. Ich denke mal, das ist, hier sehen wir dann die Kosten, ne? Also $3.50. Das ist, glaube ich, okay. Ich glaube, die letztendlich ist Gas ja so eine Cash-Coup. Also wenn man das so sieht bei einigen anderen Firmen, was man damit an Geld verdienen kann, ist das durchaus ein interessantes Business für die nächsten Jahre. Genau, da waren wir gerade bei der Holdingstruktur. Also Tellurian hat halt so eine Holdingstruktur. Man sieht, die sind halt in drei Bereiche aufgebaut. Einmal in Produktion, dann in Pipeline, Network und in Terminal, ne? LNG Terminal. Und dadurch, durch das ganze Konstrukt letztendlich sollen halt ja, 2,1 Billionen US-Dollar jährlicher Cashflow generiert werden, was doch schon beachtlich ist. Mhm. Das ist schon eine schöne Summe, denke ich. So. Was haben wir noch? Wir haben noch. Genau, ja. Die nächste Aktie? Nee, noch nicht. Da kommt noch was. Also sie sind gerüstet, wie man sieht, auch für den Export besonders. Und ich glaube, Export, was ich ja sagte, die
ganzen Terminals, wo die Containerriesen ankommen, müssen ja beliefert werden mit LNG teilweise. Und hier sehen wir jetzt mal ein, ja, eine Skizze, wie das aussieht, das Terminal zur Abfertigung von Gas und Belieferung außerhalb. Also, die haben schon einen Plan, finde ich. Das sieht schon sehr gut aus. Mit der Pipeline verbunden alles. Das ist Full Service, würde ich sagen. Und also ich werde diese Aktie, glaube ich, ein bisschen beobachten in Zukunft. Die sieht sehr interessant aus. Besonders auch, weil, wie schon gesagt, der LNG-Verbrauch steigen wird. Und da haben die eine ganz interessante Slide gehabt, dass andere Länder, die wir jetzt sehen, nämlich China, Indien, ja, Europa und Asia letztendlich, Southeast Asia, entsprechend sowas auch unterstützen, besonders Indien, supporten Natural Gas und bauen das weiter aus, weil die das wichtig finden für ihre Infrastruktur. Das ist echt interessant und wir sehen hier, die Preise sind schon angezogen teilweise, also ja, es wird auch nicht billiger werden, Gas, denke ich. Nicht. Und Indien, wie wir wissen, zum Beispiel, also anhand Indien hatten sie eine Slide drin, wächst ja auch gigantisch. Das wird immer größer werden. Und somit wird auch immer der Hunger größer. Auch entsprechend an Gas. Ne? Ja, also Indien wird sowieso in den nächsten Jahren massivst weiter wachsen und auch nicht nur Gas, auch Erdöl und so. Wird in Indien in den nächsten Jahren noch mehr gebraucht werden. Deswegen sehe ich jetzt auch Erdöl aktuell noch nicht irgendwie als tot an. Nee, noch nicht. Weil also Indien allein in den nächsten 10 Jahren das Vierfache von dem wahrscheinlich brauchen wird an Öl, wie Deutschland generell benötigt. Also einfach da nochmal um zigfache höher. Deswegen, ja, bleibt interessant und kann man auf jeden Fall beobachten. Auf jeden Fall. Man sieht hier, die bauen hier auch ihr Netz aus, sehr schön in Indien. Ne? Also die steigern die Anzahl der Möglichkeiten, der Kapazitäten und daher, ja, interessant. Hier gab es auch ein bisschen bessere Zahlen. Es gab einen Umsatz oder ja, gab es hier in den Zahlen, das ist der Unternehmenswert, 423 Millionen war es Ende des letzten Jahres, jetzt ist er schon höher, vielleicht durch den Aktienkurs. Der Umsatz wird stark steigend hier genannt. Es steigt auf jeden Fall. Mhm. Wahrscheinlich laut Prognose, muss man sagen. Marktkapitalisierung war Stand gestern 875 Millionen Euro. Über 100 Mitarbeiter. Streubesitz ist bei 47%. Und wir sehen hier gleich auf der nächsten Slide den Umsatz, wie er steigen soll. Und das EBITDA, also sprich, ab einer bestimmten Umsatzgröße werden sie auch profitabel. Und das wird noch ein bisschen dauern wahrscheinlich, weil die natürlich erstmal Kosten haben, um zu investieren. Aber ich denke, mit der Zeit wird das durchaus möglich sein, dass es ein interessanter Wert wird. Und ja, mal gucken, wie es dann weitergeht. Also es sind natürlich nur Prognosen in den grünen Feldern vom Market Screener. Kann man natürlich auch nicht drauf vertrauen. Man muss sich das im Detail dann ansehen, Quartal für Quartal. Mal schauen. Also auf jeden Fall, der Streubesitz war noch interessant. Wir sehen hier noch, der Free Cashflow wird natürlich negativ sein die nächsten Jahre, weil sie erstmal massiv investieren müssen. Aber das ist normal, wenn man Infrastruktur aufbaut, wie Pipeline, Terminal und so weiter. Dann bleibt das ja nicht anders über. Ja, ist ja normal. Du musst ja immer erstmal investieren, bevor du was. Genau, aber interessant jetzt bei den Aktionären, wer ist beteiligt an dem Unternehmen? Und da fand ich ganz interessant und spannend: Total SE ist mit fast 10% beteiligt. Ja, das fand ich schon echt spannend. Vanguard ist natürlich auch dabei, BlackRock und so weiter. Aber Total mit fast 10% ist schon nicht schlecht. Ich denke, die werden sich da halt einfach ein bisschen breiter aufstellen und hoffen, dass das in gewisser Weise vielleicht steigt. Richtig. Ja, also schaut euch die Aktie vielleicht mal an, wenn sie euch interessiert. Wer vielleicht noch eine LNG-Aktie braucht, mit sehr viel Risiko natürlich, darf man nicht vergessen. Ja, dann wäre es vielleicht diese, wer weiß. So, dann kommen wir zum nächsten. Neptune Digital Assets Corp.
ist gelistet in Kanada. Und ja, wie sind wir drauf gekommen? Wir haben, glaube ich, einmal bei Trade Republic nachgesehen, oder? Ja, wir haben, die ist mir wieder über den Weg gelaufen. Es hat sich auch ein Zuschauer schon mal gehabt. Echt? Im Livestream war das mal, ja. Okay. Und ich bin jetzt auch nochmal bei Trade Republic drüber gestolpert, weil die da angezeigt wurde. Genau, hier geht es im weitesten Sinne einfach einmal um Blockchain-Technologie, um Kryptowährungen. Also generell ist es bei Neptune Digital Assets Corp, so heißen sie ja genau, dreht es sich ja eigentlich mal darum, die haben ein diversifiziertes Kryptowährungsportfolio mit Investitionen in so Top-Market-Cap-Token, Proof-of-Stake-Kryptowährungen und dann geht es bei denen auch noch um generell dezentrales Finanzwesen und halt der damit verbundenen Blockchain-Technologie. Sehr profitabel, nicht zu vergessen die Masternodes, ne? Die sind sehr profitabel. Genau, ja. Ich sage ja schon immer, dass die aktuell ansässigen Banken werden in Zukunft wahrscheinlich ein Problem bekommen, dass die Fintechs sie technologisch überholen werden. Mhm. Also ich denke auch viele der eingesessenen Banken, die werden sich nach und nach dann diese Fintechs kaufen. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass die sie es nicht selber entwickeln, sondern ja, einfach das ein oder andere Fintech dann übernehmen, was dann spannend ist. Aber gerade in dieser Blockchain-Geschichte steckt für mich noch sehr viel Zukunft drin. Sie wird nur leider in vielen Bereichen noch nicht so wirklich, ja, wie soll ich sagen, so wirklich eingesetzt. Es ist alles noch ein bisschen in der Forschung, es ist alles noch ein bisschen in der Entwicklung und da ist noch nicht so wirklich, ja, dieser Durchbruch ist einfach noch nicht da. Meiner Meinung nach könnte man zum Beispiel Blockchain super in Behördenthemen mit reinnehmen, weil das einfach gewisse Dinge fälschungssicher macht. Richtig. Transparenter. Transparenter macht, genau, dezentralisiert, schneller macht. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und da setzt halt Neptune einfach auch an. Ja, Sie sagen ja selber, ne? Sie sind ja Forefront of the Financial Technology Revolution. Revolution hier und ich denke, dass es wird interessant zu sehen sein in den nächsten Jahren, wie solche Unternehmen, ja, also, ja, das Wort Game und Change darf man ja nicht zusammen nutzen, glaube ich, oder wie war das? Ich glaube schon, dass es disruptiv sein wird, also dass sie da auch bei der neuen Generation sehr viel Anklang finden werden. Ja, ich meine, Kryptowährung ist ja nach wie vor in aller Munde gehalten, komplett zurück und sagen, Kryptowährungen sind nichts für sie. Ich habe aktuell auch keine große Investitionen oder so in Kryptowährungen. Ja, es bleibt spannend, in welche Richtung es dort geht. Soweit ich weiß, ist so, dass die auch in gewisser Weise so ein bisschen Bitcoin meinen. Das Bitcoin-Mining ist übrigens auch aktuell dafür verantwortlich, dass ihr so gut wie keine guten Grafikkarten auf dem Markt bekommt und wenn, dann nur sehr, sehr teuer. Ja, weil Bitcoins werden mit Grafikkarten gemeint. Ja. Also man braucht eine sehr gute Grafikkarte. Und die ganzen Top-Modelle sind entweder vergriffen oder man muss einfach Schweinepreise hinlegen. Also die sind wirklich extrem teuer. Und das liegt halt in dieser ganzen Bitcoin-Thematik. Ja. Und umso höher der Bitcoin geht, umso wertvoller werden dann Grafikkarten. Ja. Naja, aber wie wollen sie halt Geld verdienen, ne? Das ist halt die Frage. Ja, sie verdienen halt mit den Kryptowährungen natürlich. Mhm. Mit dem Schürfen von Bitcoins verdienen sie natürlich Geld. Ist aber halt alles sehr spekulativ. Die Frage ist halt, was können sie an Finanzdienstleistungen zukünftig über eine Blockchain anbieten? Mhm. Also wenn sie da eine gute Lösung für gewisse Probleme oder gewisse Alltagssachen haben, dann bin ich hier schon auch der Meinung, dass das dann einen gewissen Durchschlag haben kann. Ja, Staken ist natürlich die andere Form, wie Sie sagen. Ne? Damit machen Sie wahrscheinlich dann in Zukunft Gewinne. Die Nodes, die wir vorhin angesprochen hatten, wenn Sie die selber betreiben. Gut, mit DeFi unten, da kenne ich mich jetzt nicht aus.
to produce returns on alternative investments. Keine Ahnung, was sie damit direkt meinen. Da müsste man sich vielleicht nochmal im Näheren befassen mit. Also bin ich jetzt noch nicht so tief drinne in der Blockchain-Technologie. Ja. Aber sie nennen halt verschiedene Wege auf, Umsätze zu generieren. Ja, es ist ja auch so, wenn man ihrer Homepage glauben kann, dann sind sie schuldenfrei. Yes, das habe ich auch so wahrgenommen und das fand ich sehr interessant. Mhm. Und das muss man erstmal finden, Unternehmen, die schuldenfrei sind. Ja, und wie wir jetzt im nächsten Slide sehen, wie du schon sagtest, der erste Kreis, Future of Banking, ja. Genau. Das wird wahrscheinlich auch so kommen mit der Zeit. Ja. Also es wird nicht morgen sein, nicht übermorgen, aber wahrscheinlich ein paar Jahren. Ja, jetzt überleg doch mal zurück, wie viel sich in der Welt verändert oder in der Technologie verändert in den letzten 10 Jahren. Ja. Also was hat sich da alles getan? So, und ich bin der Meinung, das wird sich in den nächsten 10 Jahren noch schneller und noch drastischer verändern. Mhm. Und die Banken werden todsicher den einen oder anderen Kunden einfach verlieren in diesem Bereich, weil sie doch sehr starr in den Strukturen sind, oft sehr hohe Kosten haben durch die Infrastruktur, die sie einfach auch haben. Also sprich Bankfilialen, Bankautomaten, alles, kostet ja alles Geld. So, und dementsprechend verlangen sie natürlich auch Depotgebühren, teilweise werden inzwischen Minuszinsen oder Strafzinsen sogar fällig bei manchen Banken. Und das ist ja alles so ein bisschen das eine. Das andere ist, sie verdienen ja auch mit gewissen Spekulationen Geld. Ne? Dürfen sie jetzt aber auch nicht mehr ganz so machen, wie man das früher schon mal irgendwie betrieben hat, weil dann doch viele Banken auf die Schnauze geflogen sind und es da ja auch gewisse Crashs dann gab. Also ja, und auch generell, wenn ich mir das angucke, nehmen wir einfach mal als Beispiel Neo Broker Trade Republic. Mhm. Also jetzt mal völlig unabhängig davon, was da mit GameStop und so weiter passiert ist. Mal wirklich völlig abgesehen davon. Mal nur rein die Bedienbarkeit der App und wie einfach es ist, da entsprechend Aktien zu kaufen. Mhm. Ja, das stimmt. So, und dann macht das mal bei eurer Hausbank. Ja, also bei mir wäre es in dem Fall die Sparkasse, da wäre es der S-Broker und der S-Broker ist nicht so scheiße, wie man teilweise denken mag. Der ist echt teilweise euch ganz gut. Aber trotzdem ist es bei weitem nicht so intuitiv und so einfach wie jetzt bei Trade Republic. So, nur mal rein von der Nutzerfreundlichkeit. Mhm. Und das ist halt das, was diese Fintechs ausmacht. Ja. Sie erschaffen eine gewisse Nutzerfreundlichkeit, was die Banken die letzten Jahre einfach völlig ignoriert haben. Also es gibt Banken-Apps, Sparda Bank zum Beispiel, die hat eine App, da stellen sich mir alle Fußnägel auf, wenn ich die sehe. Also die ist, das ist ja wirklich, okay. Also no front gegenüber den Programmierern, weil ich kenne die persönlich. Oh. Aber die sagen selber, dass die scheiße ist. Ne? Und dass sie dran arbeiten und dass sie aber mit diesen ganzen Fintechs nicht mithalten können. Hey, Wahnsinn. Und von daher, ja, also das sind alles so Dinge, wo ich sage, okay, da wird sich noch viel verändern in den nächsten Jahren, da wird sich viel tun und die ein oder andere Bank wird sich da garantiert an irgendeinem Fintech auch bedienen. Die Frage ist nur, wohin genau und welche Bank wen übernimmt und so weiter und so fort. Aber genau. Spannend. Deswegen sehr spannend, was sich da jetzt durchsetzt in Zukunft, auch mit den digitalen Währungen entsprechend, ja, bin ich mal gespannt. Was auf jeden Fall mächtig sein wird, wird Financial Analytics, Data und AI. Das wird mächtig werden in den nächsten Jahren, denke ich. Ja. Ja, und das Bankwesen wird sich oder muss sich auch ändern eines Tages. Also, es muss sich ein bisschen was tun, das definitiv. Ja. Tut sich ja was, ne, durch Robin Hood und wie du schon sagtest, Trade Republic. Es geht weiter. Genau. Ich nehme da ganz kurz mal noch eben Kommentare auf Live-Chat und zwar DK hat geschrieben, Neptun habe ich als kleine Zockerposi mit dabei. Okay. Also das sollte auch wirklich nur eine kleine Zockerposi bleiben, erstmal. Dann der Stepu Aktienservice schreibt, aus meiner Sicht wird sich Krypto nicht durchsetzen. Keine Regierung wird sich am Ende ihre Finanzhoheit nehmen lassen. Da ist was dran.
Das könnte ich mir durchaus auch auf jeden Fall vorstellen. Und er schreibt auch noch dann zur Sparda-Bank-App. Kenne ich auch, es wird wirklich der letzte Mist, ja. sind wir uns auch auf jeden Fall einer Meinung. Vor allen Dingen, das Geilste ist ja, das finde ich einfach richtig der Knaller, die Sparda-Bank bringt diese App raus, ne? So, no front. Aber, dass sie dann die Leute dazu zwingen, diese App zu verwenden. Du musstest sie verwenden. Du konntest nicht mehr ohne diese App arbeiten. Echt? Ne? Obwohl sie ganz genau gewusst haben, dass diese App noch nicht richtig funktioniert. Okay. Also wer mal wirklich so ein bisschen Zeit hat und so ein bisschen mal Hate-Kommentare lesen will, der muss einfach mal nur in den App-Store gehen und sich bei der Sparda-Bank-App die Kommentare durchlesen. Dann weiß er, was Sache ist. Genau. Ja, scheint wohl keine gute Bewertung zu haben. Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Ja, gut. Okay. Ja, aber Neptun selber sagt ja entsprechend, warum sollte man diese Aktie haben? Und da gibt es halt anscheinend drei Gründe. Einmal, ja, entsprechend Compounding Revenue, also durch Staken und durch die Masternode generieren sie ja Revenues. Die haben momentan 12 Tokens, mit denen sie arbeiten. Und wie du schon sagst, ja, eben Future of Finance, ne? Und das könnte durchaus, wenn sie da das richtig aufstellen, durchaus interessanter Part werden, denke ich. Ja, genau. Und sie versprechen ja auch 8% jährliche Steigung. Ja, das ist natürlich eine gute Rendite, damit kann man leben. 8% genau. Jährlich. Also 8% jährlich ist nicht schlecht. Also, ja, definitiv. Es ist ein Zockwert, ja. Ne? Ganz klar. Jetzt würde mich aber mal interessieren, Sky, welche von den drei Aktien findest denn du am spannendsten? Warte mal ganz kurz. Wusstest du, dass die Firma seit 2018 schon existiert und dass die erste wohl war, die gelistet war? Ja, wusstest du schon? Okay. Das wusste ich schon. Ja, wie sie schon gesagt haben, ne, also generieren durch diese Einkommensströme wohl Revenues. Und das entscheidende Minimal Operating Cost. Und das war das, was du ja sagtest, die haben keine Schulden entsprechend. Mhm. Und das fand ich auch sehr interessant, denn was haben sie hier geschrieben? Keine Schulden. Die haben hohen Ownership, 15%, das Management und die Direktoren. Also das zeigt ja auch wieder bei 15%, die haben Vertrauen in ihr System und ihr Unternehmen und stehen dahinter. Ja. Und das ist echt, echt gut, würde ich sagen. Genau, was du sagtest, das will ich nur ganz kurz zeigen. Das war beim Market Screener abbildbar, da gab es ein paar Zahlen entsprechend. Ja, also der Umsatz ist noch nicht so hoch entsprechend, aber 45 Millionen Euro Marktkapitalisierung, ganz kleines Unternehmen. Also Mikrocap oder so. Streubesitz ist relativ hoch. Und ich denke, da sie halt wenig operative Kosten haben, könnte es in den nächsten Jahren schon zu schönen Gewinnsteigerungen führen. Ja, darauf an, wie sich die Kryptowährung generell entwickelt. Genau, ja, das stimmt. Wenn es so ist, wie das Depot Aktienservice schreibt, dann und es sich nicht durchsetzen wird, dann wird es schwierig für die Firma. Dann wird es schwierig. Sollte sich Kryptowährung aber doch in irgendeiner Art und Weise durchsetzen, und dabei muss es ja nicht mal irgendwie eine Bitcoin sein, auch wenn es jetzt der bekannteste eigentlich ist. Es kann ja auch eine andere Kryptowährung grundsätzlich nicht durchsetzen, man weiß es ja noch nicht. Dann ist es so, dass die natürlich davon profitieren könnten. Ja, das stimmt. Aber alles hohes Risiko, viel Zukunft. Ist ein junges Team, wie man sieht, ne? Also vom Alter her sehr junges Team. Gut, der Investor Relations Manager hat jetzt hier kein Alter, aber generell so das Führungstop-Team hier, entsprechend junges Team, und der CEO ist ja auch mit 3,5% beteiligt am Unternehmen. Also selber, und vielleicht auch schon, ist schon gut, finde ich, dass er daran selber glaubt. Sonst macht das ja auch keinen Sinn. Dann lass uns aber nochmal ganz eben, bevor ich auf die Frage eingehe, mal gucken, was so die Kurse machen. Tonix ist bei 1,21 Euro momentan. Ein Jahresbasis, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Ja, also zähle ich immer noch zu den Penny Stocks, auch wenn das über 1 Euro ist, aber trotzdem. Genau. Ist 26% aber gestiegen auf ein Jahresbasis. Ja, genau. Gut.
Hier gab es wohl einen Erfolg, deswegen gab es wohl den Aufwind. Da ist wohl wahrscheinlich das eine Medikament in Phase 3 gerutscht oder so. genau, aber das wird sich weiter fortfahren. Sobald jetzt dann von der Phase 3 in die Marktreife geht, dann wird es bestimmt nochmal eine Explosion geben, kann ich mir vorstellen. Aber Spekulation, darf man ja nicht vergessen. Ist auch alles jetzt schon trotzdem auch heiß, ja, glaube ich. Also das, was da sind, also das, was man hier an Kursen sieht, hat nichts mit irgendwelchen fundamentalen Daten zu tun, mit irgendwelchen Umsätzen oder Gewinnen, was diese Firma schreibt. Das ist alles spekulativ, das ist alles, wie soll ich sagen, Hoffnung, dass es funktioniert. Ja, das könnte bei... Ja. Geht's auch ganz schnell nach unten. Ja, bei Tellurian könnte das ein bisschen anders aussehen. Wahrscheinlich wird man jetzt erstmal seitwärts konsolidieren, aber auf ein Jahresbasis natürlich... Wer drin war von Anfang an und dran geglaubt hat, der hat auf jeden Fall eine schöne Steigerung mitnehmen können. Mal gucken, wie es da weitergeht. Also halt, ich gucke mir die mal ab und zu an, denke ich, weil das schon so ein interessanter Wert ist, langfristig gesehen. Und dann Neptun, Einjahresbasis. Da ist aber die Rakete hochgeschossen. Ja, to the moon. To the moon, ja, kann man so sagen. To the moon. Genau, ja. Das ist auch richtig, was hier übrigens der Let Money schreibt. Ist übrigens auch einer, den ich gerne auf Twitter verfolge. Also könnt ihr ihm auch da mal auf Twitter suchen, Let Money Work. Okay. Schreibt da auch immer sehr interessante Sachen und er schreibt zu einem, ja, wie findet man diese Penny Stocks überhaupt? Ja, bei uns ist es, wie gesagt, Community, die das vorschlägt. Das Thema hatten wir sogar vorhin noch auf Twitter. Und dann ist es einfach der Handel an der Börse, der hier den Kurs treibt. Genau so ist es. Ne? Mhm. Also natürlich sind einfach viele, viele, viele junge Privatanleger, wie vielleicht der Decay zum Beispiel. Bei ihm weiß ich ja, dass er auch einige Penny Stocks im Depot hat. Und die natürlich, wenn hohe Mengen dort gehandelt werden und viel Geld in diese Aktien fließt, klar, dann steigen sie natürlich, ne? Und das macht den Kurs aus. Die Frage ist halt immer, was passiert, wenn jetzt mal der Markt ein bisschen unruhiger wird oder wenn es runtergeht, ne? Und oft ist es halt so, wie ich ja auch schon mal in den letzten Videos gesagt habe, dass Penny Stocks immer die, oder nicht immer, aber oft die Aktien sind, die zuerst aus dem Depot geschmissen werden, weil das höchste Risiko ist und gerade bei einigen Investoren und so wird Risikomanagement betrieben. Das heißt, man schmeißt erstmal die ganzen riskanten Werte raus. Und deswegen verlieren die dann auch überdurchschnittlich, ne? Bei so einem Penny Stock, weil wenn der mal von den Euro auf 90 Cent runtergeht, dann sind es halt gleich 10%. Und die können aber halt teilweise noch weiter fallen und noch schneller fallen. Und das sind 20-30% Schwankungen oder 40% Schwankungen, sind da keine Seltenheit, ne? Und gerade wenn man jetzt unerfahren ist und ein neuer Anleger ist und sich das Depot damit vollgeknallt hat, sollte man, wenn man nicht breit diversifiziert ist mit auch größeren Werten, wie auch immer, dann muss man wirklich Schmerz aushalten. Ja, das stimmt. So wie bei AFC Energy. Da halte ich auch meinen Schmerz gerade aus. Zum Beispiel, genau. Ich bin, glaube ich, bei einem sehr hohen Kurs, glaube ich, eingestiegen. Ich glaube, 74 Cent oder so. Oder? Ja, also auf jeden Fall bin ich jetzt im Minus, aber macht nichts. Ich glaube halt daran, dass es funktioniert. Ja. Also ich habe zum Beispiel aktuell in meinem Depot keine einzige Penny-Stock-Aktie. Nicht eine aktuell. Das ist die günstigste Aktie, die ich drin habe, wenn man jetzt mal nur nach dem Wert geht, das ist aber kein Penny-Stock, aber nur vom Wert her mal geht, von der Aktie, hat ja nichts auszusagen, aber trotzdem wäre Gazprom mit 4,89 €. Okay. Ja, Sir. Na gut, aber Gazprom ist noch was anderes. Das stimmt. Sehe ich so. Hier, Let Money Work sagt, altes Sprichwort, wer versucht schnell reich zu werden, wird meistens schnell arm. Ja, so ist es ja auch. Ja, Taschen hin und ja, das ist richtig. Also genau, also ich für meinen Teil kann sagen, durch mein Dividendenportfolio, wo ja dauernd jetzt ungefähr 400 € im Monat reinkommen, ja, finde ich halt toll, dass die Unternehmen mir das halt gönnen und ich dann in solche Werte wie B oder AFC mal investieren kann. Somit ist es dann letztendlich doch geschenkt. Und wenn es sich ergibt, dass eine der Firmen wirklich explodiert über Jahre, oder Coty, denk an Coty zum Beispiel, ne? Coty, falls du dich erinnerst,
bin ich zumindest früh eingestiegen. Und ja, ich auch. Ja, ja du auch, genau. Und mittlerweile super. Das war mal ein richtiges Investment. Man trifft nicht immer 100% alle Werte. Da wird auch ein Wert dabei sein, was mal wirklich bankrott denn geht. Aber das ist halt das Risiko, deswegen muss man aufpassen. Ja, eben. Also, wenn man ja auch ein Depot, mein, du hast ja ein Depot, was über 100.000 Euro ja. Und wenn du dann mal für 800 Euro oder wie auch immer dir einen Pennystock reinnimmst, dann macht das auf dein Gesamtdepot einfach nicht so einen riesen Unterschied, weil es halt unter 1% von der Größe her ist, ne, was du da reinhaust in Aktien. Aber wenn du jetzt ein neuer Investor bist und du hast vielleicht erst 5.000 Euro drauf und haust dir für 1.000 Euro Pennystocks rein, dann sind es halt einfach gleich schon mal 20%. Und wenn die schwanken, dann schwankt halt dein gesamtes Portfolio einfach komplett mit. Ja. Ja, und deswegen, wir hatten das vorhin auch auf Twitter, diese Diskussion mit Pennystocks hin und her. Und ich bin da eigentlich so ziemlich gleicher Meinung wie auch der Let Money Work, der hat das auch geschrieben auf Twitter. Und zwar, man sollte sich erstmal ein Depot aufbauen, genau. Vielleicht mit stabileren Werten, mit größeren Werten, so wie wir es ja jetzt auch gemacht haben. Und dann kann man immer noch mal eine kleine Zockposition in irgendwelchen Bereichen nutzen. Oder wenn man jetzt eine Aktie sieht, wo man sagt, okay, von diesem Unternehmen bin ich jetzt absolut überzeugt, das Gesamte überzeugt mich und ich möchte da jetzt einfach investieren, dann kann ich immer noch mit einer kleinen Position reingehen. Und wenn die groß werden sollte, ich meine, kauf den Pennystock für 20 Cent Aktienwert für 300 Euro oder 200 Euro. Wenn die dann auf 1 Euro hochgeht oder auf 2 Euro hochgeht, hast du auch einen 10-Bagger. Ne? Das ja. Macht sich auch bemerkbar im Depot. Das stimmt. Der Tipp von... Ja. Nicht zu viel auf jeden Fall. Nee, das stimmt. Der Tipp von Depot ist gut. Am besten 2 Depots aufbauen. Ein Depot, was wir ja zum Beispiel haben, Vermögensaufbau und das zweite Depot, so ein Casino-Zocker-Depot. Sehe ich genauso. Das ist, glaube ich, das Beste. So kann man das schön trennen das passt. Genau, ja. Also so mache ich es auch im Endeffekt. Ja. Ich auch. Kann ich auch nur zustimmen. Ja, sehr schön. Falls es jetzt keine Fragen mehr gibt. Nee, genau. Also wir soweit solltet durch. Ihr jetzt noch gerne im Anschluss an diesen Stream mit uns ein bisschen quatschen wollen, kommt doch gerne zu uns auf Discord. Das ist kostenfrei. Das könnt ihr mit dem Handy machen. Ihr braucht dafür kein Headset. Das könnt ihr auch mit dem Handy ganz normal einsprechen oder mit uns sprechen. Ihr könnt auch da nur schreiben. Link dazu findet ihr unten in der Infobox. Mhm. Und da sind wir jetzt dann gleich noch eine Weile und unterhalten uns gerne mit euch über Themen, über Aktien, über was ihr wollt. Wir sind da jederzeit für euch da und hören euch auch gerne zu, wenn ihr uns irgendwas erzählen wollt. Ja. Genau, ein Austausch ist immer gut, schadet nie. Haben wir schon festgestellt mit anderen Community-Mitgliedern, das ist immer spannend. Richtig. Weil jeder hat ja eine andere Sichtweise und manchmal gibt es dann auch neue Tipps oder Tricks, was immer sehr gut ist. Wie zum Beispiel viele gar nicht kannten, die Flow-Traders. ja, also generell. Ich meine, oft ist es ja so, man weiß ja von in der Community weiß man teilweise, was der andere für Aktien hat. News vielleicht teilen oder irgendeiner hat vielleicht ein spannendes Unternehmen gefunden, schreibt das in den Discord rein, dann guckt man zusammen drauf und schaut sich das Ganze an. Das kann alles sehr spannend sein und ist halt einfach ein gemütlicher Austausch, nicht zu viel los, nicht zu viel Stress, kann man alles ganz gemütlich nebenbei machen. Ne? Ja, das stimmt. Ja, genau, in diesem Sinne würde ich sagen, wenn nichts mehr ist, bleibt gesund und munter. Genau, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Bis zum nächsten Mal. Eure Aktien-Nups. Genau. Bis dann. Tschüss. Macht's gut. Ciao, ciao.